Hallo Leute, willkommen zurück zu einem Special Part von Pokémon Schwarz 2, meinem Pokémon World Tournament. Ich habe immer gesagt, ich mache die PWT Challenge, mehr oder weniger könnte man sagen, in Extra Parts. Ja, darauf könnt ihr mal freuen. Und es sind nämlich neue Tournaments dabei, zumindest hier auf der rechten Seite. Da kann man nämlich an den Einall-Arena-Leiter-Turnier teilnehmen. Das ist neu. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier gibt es Einzelkämpfe, Doppelkämpfe, Dreierkämpfe und Reihumkämpfe. Ich arbeite mich von jedem vor. Also ich gehe jedes durch, Leute. Das wird Spaß. Einzelkampf kann man immer nur 3 Pokémon wählen. Mein Doppelkampf 4. Mein Dreierkampf alle 6. Und bei Reihumkampf weiß ich es noch nicht so genau. Den habe ich noch nicht angeschaut. Okay. Das heißt, ich darf jetzt 3 Pokémon wählen. Ich mache Geräten und mein schön nerviges Blumon. Ich hoffe, das ist eine richtige Wahl bei den Ishu-Region-Turnier. Na dann, danke für die Anmeldung. Mal sehen, wie ich schaffe mit dem Einall-Solo-Turnier. Ich muss gegen Mike. Huch! Der ist auch dabei. Mike, Benson, Geraldine, hallo, Lysander, Ben ist auch dabei und Colin. Was machen die alten Arena-Leiter aus der fünften Generation hier? Beziehungsweise von Pokémon Schwarz-Weiß. Was machen die hier? Okay, erstes Turnier gegen Mike. Der Rest ist uninteressant. Mike, Feuertrainer. Das war ein Magnesone am Anfang, aber nicht so gut. Naja, wird schnell schief gehen. Ein donnernden Applaus für das Tribunes, komischer Name, Mike! Mike gegen Harry im Solo-Kampf, Feuer-Typ, soweit ich weiß, was ich weiß, ne? Ich, Mike, bin also dein Gegner, gleich wird's brenzlig und heiß hergehen! Und es ist natürlich die Ishu-Regionskampf hier, Musik, wenn man gegen die herausfordert. Okay, Grillshit, okay, Feuer. Feuertyp! Was macht man gegen Feuer? Auf jeden Fall nicht Gerät. Allerdings. Ja, ist es so oder so tot. Donnerwelle! So, Hitzewelle! Okay, und es macht mit einem Feuerwelle seine Hitzewelle stärker. Autsch. Eine Spezialverteidigung ist ja nicht mal so gut, also von daher. Achso, ja, stimmt, Robustheit. Ja, ja. Hab ich vergessen. Donnerwelle! Und ich brenne nicht mal. Oh! Lacker. So, Grillshit ist paralysiert und Gerät kann sogar noch was machen. Elektroball! Jetzt geht's raus hier! Punch! Wenn ich hier sterbe, dann schon richtig! Wow. Es ist paralysiert! Hey! Und man kann keine Tränke einsetzen bei diesem PBT. Das finde ich geil. Dass man keine Tränke einsetzen kann. Das hat was. So, Grillshit, das schafft mein Magnetzone sogar. Ohne weiteres. Aber austauschen bringt nichts. Kamerupt! Ein Bodenfeuer-Pokémon. Boden. Da bringt Donnerwelle gar nichts. Lichtkanone, ich bin sogar vorher dran. Ja, Kamerupt ist sehr langsam. Ist wirklich sehr langsam. Und ich bin zurückgesetzt auf Level 50. Und Flammensturm! Ja, ich bin so oder so tot, das ist jeder Attacke recht. So, weiter geht's. Kamerupt hat eine Vierfachschwäche zu Wasser. Also, Blumon, du bist dran. Juhu. Allerdings mache ich zuerst Regentanz. Damit ich mir sicher gehen kann, dass ich das nächste Pokémon auch mit einem Schlag besiege. Also, Regentanz. Yeah, es regnet. Erdkräfte, eine Bodenattacke spezial. Ist auch nicht jeden Tag zu sehen. Hui, oh, macht sehr viel Schaden. Ich würde mal sagen, Kamerupt ist mit einem Schlag weg und das nächste Pokémon auch. Also, Surfer! Ein gesteppter Surfer im Regentanz. Oh, das tut weh. Und da sind auch noch vierfach. Da hilft dir deine Föhlpass-Pere auch nichts mehr, Freundchen. Tschüss! Tschüss, Kamerupt. So, Überreste heilt mich. Das ist richtig geil. Nebenbei, man darf nur ein Item haben. Also kein doppeltes Item. Furnifras, auch im Feuer-Pokémon. Na, Surfer, mit Regentanz gesteppt, das ist schon böse. Ja. Bam! Krass. Na, Regentanz hat was. Das hat aber was. Verflixt! Jetzt bin ich bloß noch ein Haufen Aschen. Tschüss. Die erste Runde war mal kein Problem. Runde 1 geht an Harry! Warum bist du echt in der Wucht?
Hat seinen guten Kampf gehört, immer zwei, nicht, ne, also, tschüss. Warum muss ich der Zweite sein? So, wie schlagen die anderen raus, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten und Nicht-Zuschauer, wir werden sie fahren. Harald gegen Mike gewonnen, ziemlich episch. Es hat Benson gegen Geraldine gekämpft. Flugwasser gegen Wasser. Oh, wer hat da gewonnen? Geraldine hat gewonnen, okay. Aloe gegen Lysander, normal gegen Drachen-Pokémon. Aloe hat gewonnen. Wie hat sie denn das gemacht? Und Benny gegen Colin. Pflanze gegen Wasser müsste Benny eigentlich gewinnen. Ja. Okay, ich muss nächstes gegen Geraldine. Das wird lustig. Auf zum nächsten Kampf. Harry auf der rechten Seite und Geraldine auf der linken Seite mit ihren Flug-Pokémon. Die Arena war auf jeden Fall viel besser wie in Schwarz-Weiß. Bühne frei für Geraldine, die Akrobatin der Hüfte bei ihren Attacken einen ganz schwindlig wie Augen wird. Ich habe eine Magnesone vorne. Oh, das wird böse für sie. Das wird richtig böse. Aber derbe. Geraldine gegen Harry. Let's fight. Im Solo-Fight. Ich sag immer, Spaß ist das halbe Leben. Und was gibt es schon spaßiger, als mit seinem Pokémon durch die Lüfte zu düsen und im Kampf das Allerbeste aus seinem Leben herauszuholen, hä? Also, lass uns wenig Spaß miteinander haben. Etwas Spaß, etwas Spaß. Okay, komm raus. Geraldine mit drei Pokémon so wie ich. Svaroness fängt sie an. Wasserflug, habe ich mir gedacht. Wasserflug und mein Elektro-Pokémon. Ja. Svaroness hat eine Vierfachschwäche. Na, das wird wechseln, würde ich mal sagen, mit einem Ladungsstoß. Siedewasser, Chance auf Verbrennen. War klar, dass Svaroness vor mir dran ist. Aber macht ja nicht mehr viel KP-Schaden, also geht noch. Allerdings ist meine Robustheit weg, egal. Und es hat eine Beere. Kerzalbeere. Ah, glaub nicht, dass es aushält. Niemals. Niemals. Eine Vierfach. Eine Vierfach-Schwäche hält kein Pokémon vielleicht aus. Fassa Snob! Noch ein Flug-Pokémon. So, dann machen wir mal Donnerwelle hier. Hypnose. Huch! Das kann Hypnose? Okay. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Donnerwelle bitte, wenn es geht. Luftschnitt, Chance auf Zurückschrecken. Allerdings penne ich eh. Und es ist nicht sehr effektiv, allerdings eine Spezialattacke. Kann man fast. Was ist fast noch eigentlich? Ich glaube, ein physischer. Alle Vögel sind physisch außer Togekiss. Soweit ich weiß. Und wie ich bin aufgewacht und mache Donnerwelle. Fritzel! So. Jetzt ist Faster Snob ziemlich langsam. Greift eventuell nicht an. Also, Elektroball! Atschiumspatsch! Sehr effektiv. Und One-Hit. Mit Volltreffer, okay. Ohne Volltreffer, wäre der Name abgewiesen. Waschaquil. Ein Flug-Pokémon, das ziemlich viel reinhaut, allerdings nichts aushält. Protzer. Steigert Angriff und Verteidigung, bringt ihn aber nichts. Ich greife Spezial an. Ich glaube nichts, dass Waschaquil was gegen Gerät kann. Ich kenne nur ein Vogel-Pokémon, das eine Bodenattacke kann, und das ist Ibitak mit Bohrschnabel. Ein anderes kenne ich nicht. Elektroball! Elektroball! Und zack! Sehr effektiv. Auch noch sehr stark. Oh yeah. Das war einfach. Das war fast zu einfach. Danke, durch den Kampf gegen dich habe ich merklich an Erfahrungsstärke gewonnen. Ich auch. Sind nicht mal 10 Minuten fast vorbei hier. Geil. Du bist ein Pokémon-Trainer der absoluten Spitzenklasse. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wirklich ich bin, dass ich nach langer Zeit mal wieder an die Grenze meiner Leistungsfähigkeit getrieben wurde. Geilo! Schön für dich, oder? Der Einzelkampf ist bald vorbei. Werfen wir nun einen Blick auf den Bildschirm, um zu sehen, wie sich die anderen geschlagen haben. Es haben gekämpft. Aloe gegen. Ja, Harry gegen Geraldine. Was spannend. Und Aloe gegen Benny. Und es hat gewonnen. Benny hat gewonnen! Der Pflanzentrainer gegen Normal-Pokémon. Wie hat er denn das angestellt? Doch wenn man darüber nachdenkt, Pflanzen-Pokémon sind ja die Taktiker, also da heißt aufpassen. Hol dir den Sieg, Harry! Yeah, Harry, geilo! Abonnieren! Nice! Dass ich sowas in das PvT in Spezialpuzzle macht, Leute, hat den Sinn, weil das irgendwie sich nicht im normalen Let's Play ausgeht, also. Da haben wir schon was. Ring frei für Benny, den Dribbeltrubbel. Typ Pflanze. Da bin ich jetzt neugierig, was da jetzt alles kommt. Pflanzen-Pokémon sind sehr variabel.
Auch wenn man es nicht glaubt. Wenn man mit ihnen spielen kann, dann können die so richtig derbe sein. Damit stehe ich Benny als sein Gegner fest. Mein Herz schlägt für Pokémon von Typ Pflanze. Das sagt er sogar, was für Spaß. Also dann, auf die Pflanze, fertig, los! Spielen wir gleich Pflanze vs. Zombies, oder wie? Okay, und wieder die andere Musik, die mir nicht so gefällt, aber naja. So, Trainer Benny mit Vegeta fängt er an. Ein Pflanze-Pokémon. Physisch Angriff, soweit ich weiß. Und kann auch reinhauen mit Pflanzen-Pokémon und auch Kampfattacken. Lichtkanone. Samenbomben. Okay. Er stärkt mit Pflanzenjuwel allerdings physisch nichts effektiv. Pff, 20 KP. 26 KP genau. Und noch mit seinen Eitern, das heißt, die nächste Samenbombe wird nicht mehr so viel reinhauen. Hat sich das nichts gebracht. Lichtkanone ist nebenbei normal effektiv. Ladungsstoß würde nichts bringen. Spaßkanone? Das hätte ich vorher gemacht, Freundchen. Zuerst Spaßkanone, dann Samenbomben. Dann wäre meine Verteidigung schon gesenkt gewesen. Aber der von daher, nein. Verteidigung, Angriff gesenkt. Ich greife Spezial an, also nur Verteidigung könnte man sagen. Es kommt Marakamba. Ein Pflanzen-Pokémon, was ziemlich böse sein kann. Lichtkanone. Komm, Lichtkanone. Pflanzen-Pokémon sind nebenbei nicht sehr effektiv auf mein Gerät. Ist klar. So, normal effektiv und wow, Blättertanz ist eine Spezialattacke. Warum hat er da vorhin Spaßkanone gemacht? Volltreffer! Lichtkanone! Autsch, das hat wehgetan. Aber der habe. So, Marakamba tot. Das letzte Pokémon ist. Nein! 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 Wer mein allererstes Video geschaut hat, Leute, der weiß, wie dieses Pokémon abgehen kann! Oh yeah! Egelsamen, schlaf, Bruder! Gut, dass es Egelsamen macht und nicht eine Attacke. Da kann ich es mit Donnerwelle wenigstens noch paralysieren! Aber trotzdem, Papunga kann so derbe gespielt werden! Das ist einfach crazy. Egelsamen, es heilt sich selber. Ist mir egal, ich bin schon fast tot. Also, Elektroball ist nebenbei normal effektiv. Genauso wie Lichtkanone. Also, Elektroball. Und Papunga ist auch noch derbe schnell. Es ist richtig schnell. Ist einer der schnellsten Pokémon, die ich kenne. Baumwollsaat? Ich bin schon langsam. Okay, er ist auch langsam. Das wird jetzt knapp. Und Egelsamen. Ja, ich sterbe durch Egelsamen. Da bringt sich die Baumwollsaat schon gar nichts. Papunka ist wirklich böse. Das ist nicht zu unterschätzen, Leute. Auch wenn seine Werte nicht so gut sind. Es ist schnell und seine Schnelligkeit macht es aus. Das spielt mit Schlafpuder, Egelsamen, Sprungfeder, was weiß ich. Auf jeden Fall kann es richtig böse sein. Steinhagel. Müsste normal effektiv sein, oder? Sehr effektiv, sowas. Ja, Flugpflanze. Tschüss, Papunka. Alter, in der zweiten Generation war das schon ein ziemlich krasses Pokémon. Man sollte es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Boah. Und der Sieg geht an Harry vom Einzelkampfturnier. Wahrscheinlich hat er mit Papunga gegen die Normal-Arena-Leiterin gewonnen. Da fehlen mir glatt die Worte. Du bist echt stärker als die Polizei. Laut Polizei, Polizei. Ein Arena-Leiter-Turnier. Das war es, liebes Publikum. Freuen sich auf weitere spannende Turniere. Geht es jetzt wieder ein neues Turnier oder muss ich jetzt Doppel-Dreierkampf und Umreihkampf auch wieder schaffen? Auf jeden Fall werde ich alle machen, Leute. Da könnt ihr euch schon darauf freuen. Und ich bekomme dafür einen GB. Einen. Naja. Aber es ist ein guter Zeitvertreib. Gefällt mir. Was? Du kannst jetzt an Turnieren mit Arenaleitern aus verschiedenen Regionen teilnehmen. Aha. Die Arena-Leiter-Turnier unterscheidet sich von den der bisherigen Turniere. Die Gegner sind alle berühmte Arena-Leiter. Das sind starke Gegner, als bisher streng dich an. Bis zum nächsten Mal. Aha. Klingt interessant. Gleich mal nochmal ansprechen. Und... What the... Ernsthaft? Jede Generation kann man hier herausfordern! Hallo!
Aber jetzt machen wir zuerst mal die Ischirurgie und weiter mit Doppelkampf. Ja, das mache ich sogar noch in dem Part, Leute. Wenn ich sogar noch schaffe, dann noch eine. Okay, Doppelkampf mache ich immer so. Tim, Gerät, Rosenschein, Lomon. Warum Tim und Gerät als erster? Tim hat einen Boden und Gerät ist Elektro. Jetzt ratet mal, was ich machen kann. Eine Elektroattacke, die auf alle geht, ohne dass es Tim wehtut. Richtig geil. Und Tim hat auch noch was. Okay. Einmal Doppelkampf. Es beginnt gegen Arti. Das ist jetzt auch dabei. Der war vorhin nicht dabei. Sandro ist neu. Und der Rest ist eigentlich gleich wie vorhin, ja? Gegen Arti, seine Käferpflanzen-Pokémon. Das könnte böse werden. Ich habe nur normale Attacken drauf. Bühne frei für Arti, Meister aller Insektenbändiger. Möge das große Krabbeln beginnen. Geile Ansage. Runde 1, Arti vs. Harry. Na dann? Meine Käfer-Pokémon liegen mir schon die ganze Zeit um die Ohren, wie gerne sie gegen dich kämpfen würden. Also Leute, wenn hier jede Generation herausforderbar ist, dann werde ich das sehr viele extra Parts brauchen. Ja, da reichen nicht 5 oder 6. Nein! Das werden einige werden. So, drehen Arti mit Fratri, Fol und Castellit. Aha. Okay. Käferpflanze und Käfergestein. Okay, Castellit hat eine. Moment, muss. Eine Gesteinsschwäche. Das heißt, ich mach mal Steinhagel auf beide. Gerät macht Lichtkanone auf Matrifol. Könnte ich auf Castellit machen, aber egal. So, Steinhagel. Chance auf Zurückschritten bei beiden. Und wow! Das ist sehr effektiv gegen beide. Matrifol ist zurückgeschreckt. Geil. Bei Castellit weiß ich jetzt noch nicht. Und Lichtkanone ist nächstes. Ja. Normal effektiv. Ich könnte auch eine Elektroattacke machen, allerdings wäre es nicht so gut jetzt. So. Matrifol ist down. Castellit macht Kreuzschere auf Tim. Autsch. Tut ziemlich weh. Es kommt Kavalanzas. Ein Stahl-Käfer-Pokémon. Jetzt kann ich schon mal ausspielen gehen hier. Okay, Schaufler auf Castellet. Und du machst Ladungsstoß auf alles und jeden. Und falls Tim jetzt nicht Schaufler hätte, würde Ladungsstoß auf Tim gehen, aber das würde ihm nichts bringen. Ladungsstoß auf Tim, ja, das ist null effektiv. Ist eine geile Kombination. Auch in Dreierkämpfen, da werde ich Tim neben Gerät stellen. Und Castellit hat eine Salcabera, seine Initiative erhöht. Bringt nix. Und Erdbeben. Au. Das geht auf alles. Und Gerät hält das sehr gut aus. Ich bin positiv überrascht. Ladungsstoß! Tim macht Schaufler, ist sehr. Ne, normal. Normal effektiv, glaube ich. Ja, normal auf Castellit. Castellit ist tot. Gut, dass Tim auch noch Schwebe hat. So, Ladungsschuss und wie gesagt, auf Tim keine Wirkung, auch wenn es die Animation zeigt. Und Kaulanzas ist paralysiert. Es kann nicht angreifen. Es kommt Fermicula. Was ist denn nochmal so ein Käfer-Pokémon? Ach, das? Auch so ein Käferstahl? Oder zwei Käferstahl-Pokémon, das ist ziemlich böse. So, Schaufler, Fermicula und du machst Ladungsstoß. Was dir entgegenkommt, mein lieber Gerät. So, Schaufel die. Gut, dass ich noch kein Erdbeben kann. Gut, das werde ich später mal beibringen. So, Kreutscher ist nichts effektiv auf Gerät, da hält das ruhig aus. Und Ladungsstoß auf alle. Interessant, dass er auch Käferstahl hat. Also mit einem Feuer-Pokémon würde man hier auch ziemlich abgehen, aber ich habe keins. Leider. Leider. Ladungsstoß. So, Schaufler auf Fermicula. Batsch. Und tot. Volltreffer, ja, unnötig, aber sehr unnötig. So, das war's. Hat mich meine Musette verlassen? Schöner Kampf, Freundchen. Runde 1 geht an Harry. Ich habe allen Ernstes verloren. Ich muss da etwas anerkennen, dass du nicht von schlechten Eltern bist. Geile, warst du drauf. Du warst auch nicht schlecht, Arti. Wir schlagen sich vor die anderen Herausforderer. Meine Damen und Herren, wir richten Sie Ihren Blick bitte auf den Bildschirm. Arti vs. Harry. Harry hat gewonnen. Und das ist da unten ist sicher interessant gewesen. Benson gegen Colin. Beide haben Wasser-Pokémon. Interessant. Und es hat gewonnen Colin. Oh, okay. Das Pokémon schwarz-weiß. Interessant.
Sandro gegen Benny haben gekämpft. Da müsste eigentlich Sandro... Es könnten beide gewinnen. Benny hat gewonnen, den gegen habe ich schon gegeben. Und Lysandra gegen Aloe. Und diesmal hat Aloe schon wieder gewonnen. Was hat die Normal-Pokémon-Trainerin gegen den Drachentrainer? Ich verstehe es nicht. Das muss doch schieflaufen. Egal. Ich muss gegen Colin. Auf zum Doppelkampf. In der Ischerregion. Yeah. Gib alles. Geilo. Wenn ich umstehende Operation für Colin bitten dürfte... Was? Den aufgehenden Seestern aus den Reihen der Triple-Truppels. Ja, ist das dritte Triple-Truppels. Juhu, endlich! Na dann, let's fight. Colin gegen Harry, Runde 2. Los geht's. Bist du eigentlich der Ehre bewusst, die dir zuteil wird, da du gegen mich als das stärkste Mitglied des... Das ist genau das gleiche wie der Feuer unter der Pflanze, egal. Und los geht's gegen Colin, ein Wasser-Pokémon-Trainer. Sodachita und Enteron. Okay, Sodachita habe ich erwartet, aber Enteron nicht. Gut, dass ich hier mein Gerät habe und mein Tim. Beide sind hier sehr gut. So, Tim, du hast eine normale Effektive auf Wasser, aber Tim auch. Drachenklaue und Ladungsstoß. Drachenklaue ist normal effektiv, allerdings mit Drachenzahn noch verstärkt. Batsch! Wow, Kraftschub von Sodachita. Okay, da wird Tim gleich was zu tun haben. Sodachita ist auch noch ziemlich schnell. So, Enteron macht Eisstrahl! Autsch! Das habe ich nicht erwartet. Dass der Eisstrahl kann. Kommt, Gerät, du rächst ihn. Aber derbe. Batsch! Batsch! Gegen Enteron wurde Volltreffer ausgerichtet. Ich dachte gegen Sodachita, aber egal. Alter, Rosenschön! Komm raus! Du bist auch sehr effektiv auf denen. Da kann ich jetzt meinen Ladungsstoß nicht mehr machen, aber egal. Barschuft! Okay. Wenn jetzt Barschwar gestanden wäre, hätte ich gelacht, aber egal. Barschwar. Wahrscheinlich kommt der Milotic oder sowas. So, Sodachita geht weg und Donnerwelle. Ja, weil Barschuf ist ziemlich schnell, also Donnerwelle. Sodachita macht Hydro-Pumpe, geht daneben auf Gerät. Warum hat er dann seinen physischen Angriff verstärkt? Muss ich das verstehen? Nö. So, Barschuf greift physisch an auf Gerät und zieht sehr viel ab, weil es normal effektiv ist. So. Rosenschön. Barschuf ist schnell als wie Rosenschön. Ich glaube, da läuft irgendwas schief. So, Barschuft ist paralysiert. Schön. Es kommt Lashoking. Sofort weg damit. Sofort aber bitte. Da mache ich jetzt alles rein. Ne, Blättertanz ist mit Zoom genau. Gigasauger auf Lashoking. Und Ladungsstoß auf alle. Gigasauger. Ich glaube, Lashoking hält das aus, weil er ist ziemlich tankig. Ziemlich. Ja, sag ich mir schon. Ladungsstoß geht auf alle, auch auf Rosenschön. Ist aber nicht sehr effektiv auf Rosenschön nebenbei. Ja, zieht kaum was auf. Aber paralysiert. Ah, das ist nicht gut. Okay, paralysiert und sehr effektiv auf alles, was noch entgegenkommt. Lashoking tot, Barschuft auch tot. Schön. Nächste bitte. Achso, war schon. Das war's schon. Ich dachte, jetzt kommt noch was. Runde 2 geht an Harry! Aber das Enter und Eisstrahl konnte, das war. Nicht schlecht, Herr Specht. Nun, die Umstände waren nicht gerade zu meinen Gunsten, aber dennoch Ehre mit dem Ehre gehört. Du hast gewonnen. Ciao. Ich hasse dich. Der nächste Kampf. Bitte werfen Sie auf dem Bildschirm, meine Leute. Damen und Herren. Harry hat gegen Colin gewonnen. Ziemlich geil. Benny und Aloe. Jetzt müsste eigentlich Aloe gewonnen haben. Ja? Weil sonst hätte ich jetzt nochmal gegen Benny gekämpft. Interessant. Was passiert, wenn man gegen alle mal gekämpft hat im Finale? Das werde ich dann ausprobieren, Leute. Auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht passiert ja was. Harry gegen Aloe. Der Name des folgenden Trainers ist dank einer staatlichen Siegesserie in der Umgebung von Maria City in aller Munde. Hier kommt Harry! Okay. Hi, Publikum. Einmal Arena-Leiter-Turnier, das Finale, der Gegner betritt die Arena. Es ist Aloe, die Normal-Pokémon-Trainerin aus Pokémon Schwarz und Weiß. Museumsdirektorin ist sie sogar.
Los, Mutti? Mut? Habe ich was verpasst? Mutti? Egal. So, Harry versus Aloe. Aloe versus Harry. Wer wird Gewinner? Willkommen, Trainerchen. Ich heiße Aloe. Früher war ich einer und nun bin ich ein Leiter des Meisters von Septerna Seed. Also, Trainerchen, lass uns gleich mal untersuchen, welchen Kampf du mit deinen liebevollen Herren zu Pokémon an den Tag legst. Ich hab schon gezeigt. Also dann, ich zeig's dir nochmal. Bam. Und los geht's. Doppelkampf. Turnier. Im nächsten Special Part kommen die Dreikämpfe und die Raumkämpfe und dann geht's schon los. Mit Kanto. Höhn. Und alle anderen Generationen. Normal-Pokémon drin. Und wow! Kangama! Hui! Das habe ich nicht erwartet. Kangama! Kann nebenbei Wutanfall erlernen, also werde ich mal mich verschaufeln. Ich weiß, dass Kangama Wutanfall kann. Ja, das weiß ich sogar. Ladungsstoß auf alle! Mogelhieb von Kangama. Okay, Mogelhieb. Er kann sicher vielleicht sogar... Fußkick! Warum gehen alle aufs Team? Habe ich was verpasst? So, Ladungsstoß und Spritzel! So. Guck mal, da ist fast tot. Na, Wing-Volltreffer. Und Kangama ist paralysiert. Und guck mal, da hat eine Beere. Eine Salka-Beere. Erhöht sie die Initiative. Okay, Schaufler, mein Tim, weil du bist schon ziemlich angekratzt. Und jetzt Ladungsstoß nochmal. Was so schön war. Konfusstrahl von guck mal da. Auf. Aha, Gerät. Okay. Kann böse sein. Sehr böse. So, Gerät wurde verwirrt. Tim, macht mal Schaufel. Weg mit dir. Ich gehe mal auf, dass er keinen Gamma-Wutanfall kann. Ich gehe davon aus. Knallhart. Gerät ist verwirrt. Ich mache Ladungsstoß. Auf alles, was mir entgegenkommt. Yeah! Bam. Und Kangama hält das sehr gut aus, ne? Ja, Wutanfall, ich sag's doch! Ich sag's doch! Das kann das! Ich glaube, das erlernt es sogar per Level Up. Woher ich das weiß? Aus Pokémon World Online. Kein Scherz, Leute. Oh, Kronjuwel. Das ist etwas überraschend, dass es auch da ist. Donnerwelle auf Kronjuwel. Tim macht Schaufel auf Kangama, ist physisch. Batsch! Step-Attacke! Wird knapp, würde ich mal sagen. Ja. Kangama ist ein gutes Normal-Pokémon. Ein sehr gutes. Sprungkick von Gronjuwild ist sehr effektiv auf Gerät. Autsch, der hält es sogar aus. Gerät ist verwirrt und macht Donnerwelle. Irgendwie hat die Führung bis jetzt gar nichts gebracht. Finde ich gut. So, was kommt noch? Ein Pokémon müssten sie noch haben. Ist es paralysiert? Pixie! Pixie! Was macht Pixie hier? Ein Spezialverteidigungs-Pokémon. Okay, auch gut. Drachenklaue auf Kronjuwel. Es ist Pflanze-Normal-Pokémon. Pflanze-Normal. Eine ziemlich interessante Kombination. Drachenklaue. Normal-effektiv. Zack, zack. Ich glaube, der hält das aus. Ja, locker. So, Gerät ist verwirrt und ist vor denen dran. Auch interessant. Lichtkanone. Bis jetzt hat die Verwirrung gar nichts gebracht. Finde ich geil. So, Lichtkanone und Kronjuwel ist tot. Tschüss. Pixie macht Cosmic Kraft, erhöht seine Verteidigungswerte. Ich glaube beide sogar. Spezial sowie physisch, ja. Ist ziemlich böse auf Dauer. So, Drachenklaue auf. Ja, Jungfin. Pixie und du machst Donnerwelle auf Pixie. Drachenklaue ist physisch, aber hat seine physische Verteidigung gestärkt. Ja, der hält das sicher mehr als wie zweimal aus. Oh ja, oh ja. Und Tim ist doch immer verwirrt. Gerät. Nicht Tim. Gerät. Und jetzt verletzt es sich mal selber. Schön. So, Pixie macht nochmal Kosmikkraft. Okay. Wie viel willst du deine Verteidigung hören, Freundchen? Wenn er noch einen Wunschtraum kann, dann wird's böse. Aber der, weil dann wird's ein sehr langer Kampf. Drachenglaube! Zack, zack! Ja, hält Longer Chaos. Und jetzt bin ich nicht mehr verwirrt. Macht Donnerwelle. So. Jetzt bin ich neugierig, was Pixie macht. Was macht Pixie jetzt? Ist es paralysiert? Sternhieb. Wow. Eine Stahlattacke. Eine sehr starke sogar. Batsch. Mit Genauigkeit 80. Und ich lebe noch. Wie geil ist das denn?
Drachenklaue! Und du machst Elektroball! Auch in Spezialverteidigung von Pixie von vorher schon gut ist. Ich hau einfach alles rein, was ich habe. Haut rein, Freunde! Schambolzen wirkt. Ah, mein Tim ist auch noch männlich. Eieieiei. Ich dachte nicht, dass es die Fähigkeit Schambolzen hat, sondern eine andere. Aber okay, kann mit leben. So, Elektroball und Pixie ist down. Nett. Du bist nicht von schlechten Eltern. Tja, war schön der Doppelkampf. Der Sieg geht an Harry! Schon wieder. Doppelkampf gewonnen, Einzelkampf gewonnen. Finde ich richtig nice gemacht hier. Bestes Kind-Effekt ist jetzt mit Dirk die Sprache. Was für ein überragender Kampfspiel. Oh, geilo. Ein Allerinnerleiter-Turnier. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier, meine Damen und Herren. Und dass wir dem nächsten Spezialpart kommen. Freut euch, Leute. Es wird sicher spannend. Und da geht's dann in den Dreierkampf. Ah, da bin ich schon neugierig, wenn ich da alle rein tue. Bis zum nächsten Part und ciao.